Ja, du bist ein Bastard mit ADHS, aber Skill ist da gar nicht. Das Einzige, was dich ausmacht, ist eines, die Gossip-Scheiße mit Johannes. Du bist eine toxische Pussy, die textlich arm ist und technisch schwach ist. Ich werd's dir sagen, dir fehlen Pointen, das ist nicht mal Battle. Alles, was du machst, ist dreckige Wäsche waschen. Du bist dein ganzes Kackleben so Standard gewesen, ich kann's nicht verstehen. Nimmt man die Flows von dir alle zusammen, dann merkt man, du bist gut im wackelig reden. Aber fuck, ich nehme alles zurück, Bruder. In der Quali hast du mal noch bisschen geschaffelt. Zwei Silben, Double-Time, Rest, Zeitlupe. Was ein Glow-Up, du bist itchy in Kacke. 11 Minuten Song, Battle-Rap, Abschied, diss mich damit, aber merk dir eines. Dramatisierung und Emo. Punk-Rap. Im Endeffekt sind das auch Fähigkeiten. Du machst nur Battles und das nicht mal gut. Jedoch in den Features, Bruder, wie fresh. Standard-Rapper der Extra-Klasse. Du disst mich mit Sachen, die du nicht beherrschst. Immer derselbe Flow, immer derselbe Style, immer derselbe Vibe. Was für eine Seltenheit, hab dich vor 2 Jahren krass gekillt im Battle und heute ist noch immer dein Level gleich. Du bleibst ein Carpador, ohne Entwicklungskunst. Wie willst du dich steigern? Mit Feature-Parts im Mittelpunkt. Sind die dann nicht mal gut? Ich hab gedacht, wer carried jetzt? Doch diese Asna stellt sich echt noch in den Hintergrund. Und sie wollen dominieren, während sich ihre Flows verschieben und alles, was rauscht, dich ein paar nachgebaute Orphan Beats sind. Ja, Asna, ich weiß, du hast 1000 Projekte und bist voll der Beatmaker, das ist ja krass. Aber sag was, bringen dir Drums, triffst du darauf, dass ich einmal den Takt, Namen geswitcht und im Video versteckt, sei doch offener Loser. Flow doch mal gut, was willst du denn, reißen, du Offbeat-Producer? Mit so einem Flow kann man doch echt nur verlieren. Du drückst deine Stimme nach unten, so wie deine Battle-Rap-Teammates, wenn die auch weak sind, aber deshalb werden dir die Runde auch wieder gekickt. Ich weiß nicht, ob du ein schlechterer Battle-Rapper oder Beatmaker bist. Sie sagen, ist dieses Alibi-Standard-Statisten-Video. Denn wenn irgendein Idiot mit einer austauschbaren, eintönigen, schwarzen oder weißen Maske und demselben Grading rumsteht, müssen Yasia und Asna nicht mehr richtig flohen, oder was?